Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee mit Sashi. Das ist mein Kaffee für das heutige Video. Ich bin Sashi und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Und ihr seht, ich bin in Frühlingsstimmung. Ich habe mir eine Tasse mit Blumenmuster ausgesucht, weil ich wirklich so langsam die Sonne und die Wärme herbeisehne. Und ich nehme jeden Sonnenstrahl so richtig auf, als wäre ich so ein ausgedörrter Kaktus irgendwo in der Wüste. Ich weiß nicht, kennt ihr das nach der dunklen Jahreszeit? Monatelang. Es wird früh dunkel, es wird spät hell, wir haben es permanent irgendwie bedeckten Himmel, grau in grau, Regen, Sturm, Wind, Graupelschauer, hin und wieder ein bisschen Schnee. Ich liebe einfach diese Zeit, wo man wieder anfängt zu leben, denn Leben heißt ja auch Sonnenlicht und Sonnenwärme. Ja, ich weiß, das hört sich gerade alles sehr, sehr esoterisch an, aber ich mag das wirklich. Ich mag das wirklich, wenn man wieder Bock hat, rauszugehen und jeder Sonnenstrahl auf der Haut wirkt wahre Wunder und belebt einen. So Leute, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Das war nur mal kurz mein Empfinden gegenüber dem Übergang zwischen Winter und Frühling und dann nachher dem Sommer. Heute geht es tatsächlich um eine Osterpaket, besser gesagt um Ostergeschenke, die mich erreicht haben aus euren Reihen. Da haben mir nämlich zwei Leute etwas zukommen lassen. Eins habe ich schon ausgepackt, das zeige ich euch als erstes. Und dann gibt es noch ein Paket-Päckchen, was ein bisschen größer ist. Das packen wir zusammen aus. Das wird also ein Mystery-Unboxing und da weiß ich überhaupt nicht, was drin ist. Es kann sein, dass es Filme sind. Es kann sein, dass es wieder irgendwelche Film-Accessoires sind. Es kann sein, dass es sich auch um Musik dreht. Schallplatten ist ja zum Beispiel meine neueste Leidenschaft hier mit auf dem Kanal. Also ich bin genauso gespannt darauf wie ihr, Leute. Und wie immer, bevor wir starten, erster Schluck Kaffee geht auf euch. In diesem Fall der erste Schluck Ostermontagskaffee. Ja, Leute, ich habe Post bekommen. Und zwar hat mir mein Zuschauer Frank Zito Original mitgeteilt, dass ein Film auf dem Weg zu mir nach Hause ist. Dann war es so, dass er mich irgendwie fragte in den Kommentaren unter einem meiner Videos, ist der Film angekommen, wie findest du ihn? Und ich gesagt habe, nee, Film ist noch nicht da. Daraufhin kam dann 5 Minuten später die Rückmeldung von ihm, der Film soll aber um 17.26 Uhr gestern in deinem Briefkasten abgelegt worden sein. Ja, ich gucke, glaube ich, am Tag so zum letzten Mal um 14 Uhr, 14.30 Uhr im Briefkasten, weil die Post bei uns eigentlich schon immer relativ schnell durch ist. Habe nicht damit gerechnet, dass das Ding natürlich von Amazon kommt und somit wahrscheinlich Amazon Prime. Die liefern ja selbstständig aus, die liefern ja sogar bis abends 22 Uhr aus. Hatte tatsächlich schon mal Päckchen um 21:15 Uhr abends im Briefkasten, wo ich dann eine Mail gekriegt habe. Irgendwie, Paket wurde abgelegt und so war es auch mit diesem Film. Ich bin dann zum Briefkasten geeilt, habe den Briefkasten aufgemacht, habe das Päckchen an mich genommen, ihn aufgerissen und den Film rausgeholt. Und ich war doch einigermaßen überrascht über diesen Film, weil er mich A, sofort an meine Kindheit erinnert hat und die Filme, die dort teilweise rauf und runter liefen. Und B natürlich, dass mir dieser Film zugeschickt wurde von dir, Frank Zito. Ja, wirklich überraschend, mit dem Genre hätte ich so nicht gerechnet. Ich werde dem Film aber selbstverständlich wie allen Filmen hier auf meinem Kanal eine Chance geben, egal was es ist, Leute. Und bevor ich euch zu lange auf die Folter spanne, jetzt kommt der Film. Es dreht sich um. Rudi, benimm dich mit Rudi Carrell, Chris Roberts, Heidi Hansen und Gunther Philipp. Und das müsste ja so ein Film aus den 70ern jetzt sein. So zur selben Zeit entstanden ungefähr wie auch diese Lümmelfilme, die Lümmel von der ersten Bank oder wie hießen die Filme mit Hansi Kraus, glaube ich, ne? Diese Schullümmelfilme. Das war ja eine ganze Welle von Filmen, wo dann eine relativ einfach erzählte Story immer wieder unterbrochen wurde von irgendwelchen Schlagern, die gesungen wurden. Wahrscheinlich in diesem Falle von Chris Roberts in dem Film, der dann wahrscheinlich seine neuesten Hits von damals zum Besten gibt, um noch ein bisschen die Schallplatte zu pushen, die damals rausgekommen ist. Ja. Diese Filme haben natürlich einen ganz, ganz eigenen Charme. Also ich sagte ja eben, die erinnern mich wirklich an meine Kindheit, weil ich weiß, die liefen im Fernsehen früher in den 80er Jahren rauf und runter. Und ich muss sagen, auch meine Eltern haben die immer geguckt. Die haben die dann immer geguckt, dann wurde gesungen, dann wurde wieder so ein bisschen was mit Klamauk zwischendrin gemacht, dann gab es irgendwie eine kleine Liebesgeschichte, alles immer sehr, sehr einfach gehalten. Aber das ist natürlich Nostalgie pur, ja. Das ist natürlich so dieses Entspinnen einer besseren, vermeintlich besseren Welt, wo man sagt, ja, früher war alles besser. Möchte ich jetzt so nicht unterschreiben, alles war besser. Ich glaube, vieles war früher einfacher.
Aber es gab natürlich auch Dinge, die früher nicht so toll waren. Also dieses Ding, früher war alles besser, unterschreibe ich so rigoros nicht. Ich für mich aber kann tatsächlich den Satz unterschreiben, für mich persönlich, den Satz unterschreiben, früher war im Filmgeschäft alles besser, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Also es gibt nichts, wo ich sage, irgendwas wäre heute für mich besser. Weder die Ideen von Filmen, Kreativitäten, die Schauspieler, die deutsche Synchronisation, nichts von all dem ist für mich heute besser als damals. Ja, vielleicht begründet das auch so ein bisschen mit, warum ich Klassiker- und Retro-Fan bin. So Leute, wir gucken uns jetzt mal diesen Film an. Rudi, benimm dich. Du. Tatsächlich gibt es ja auch einen Film mit Rudi Carrell, der heißt Tante Trude aus Buxtehude. Buxtehude ist hier gleich um die Ecke bei mir. Ja, 15 Kilometer entfernt. Viele denken nämlich immer, Buxtehude gibt's gar nicht. Ja, das gibt's. Das ist kein irgendwie erfundener Ort, sondern tatsächlich Buxtehude gibt's. Mit einer schönen kleinen Innenstadt, ein toller kleiner Plattenladen ist da irgendwo am Fleet. Wenn ihr mal in der Nähe seid, schaut euch das mal an. Ja, so. Rudi, benimm dich. Da ist ja auch ein kleiner Brief, ein Geschenk von Frank Zito Original. Eine Review wäre schön. Ja, selbstverständlich, Frank. Gibt's eine Review dazu, wenn ich den Film dann geschaut habe? Ich glaube, du hast mir auch geschrieben, du stehst auf solche Filme, ne? Du magst das ganz gerne, so diese Filme mit, wo dann auch Schlager gesungen werden, hin und wieder drin. Da freue ich mich wirklich. Rudi, benimm dich, mit einem ultra jungen Rudi Carrell. Rudi Carrell kannte ich tatsächlich als Kind hauptsächlich so aus dem Fernsehen, am laufenden Band, Rudi Carrell Show. Auf der Rückseite Rudi als Erfinder, und er scheint wirklich einen Roboter zu erfinden, der so aussieht, als hätte das die Arbeitsgemeinschaft der dritten Klasse irgendeiner Grundschule gebaut. Diesen Roboter, da seht ihr ihn, aus Pappkartons. Und in dem Roboter ganz klar erkennbar ist ein Mensch. Also ähnlich wie bei C-3PO aus Star Wars. Tatsächlich hält er auch die Arme so ähnlich wie C-3PO. Er sieht aber nicht ganz so professionell aus wie C-3PO. Ja, und tatsächlich scheint es darum zu gehen. Ein unbekümmertes Trio auf der Suche nach dem Glück. Und das befindet sich nicht auf dem Rücken der Pferde, sondern in einem Koffer in Seekirchen. Das ist teilweise, finde ich das zum Beispiel auch sehr schön, diese Filme immer. Die haben wirklich tolle Landschaftsaufnahmen dabei. Ganz viel Filme davon spielen am Wörthersee da unten. Also ja, auch Deutschland ist in diesem Film oft gut in Szene gesetzt. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Rudi Carrell, Bildformat 4:3, also Vollbild. Wir haben keine weiteren Extras und wir haben auch kein Wendecover, wir haben die bedruckte DVD. Ja, ich bin gespannt, Rudi, benimm dich, heißt der Film. Ich bin gespannt, ob Sashi sich benimmt, wenn er den gesehen hat, oder ob er ausflippt und die rasende Wildsau macht, weil er hier die halbe Wohnungseinrichtung zerstört. Ich denke es aber nicht. Ich glaube eher, ich werde den Film mit einem Schmunzeln mir anschauen und hinterher irgendwie das Gefühl haben, was hast du da eigentlich gesehen? Aber irgendwie bist du jetzt richtig gut drauf und gut gelaunt. Kann ich mir vorstellen. Rudi, benimm dich. Jetzt, Leute, kommen wir zum Paket, was mich erreicht hat. Und zwar ist es hier wieder gut verschnürt. Von der Größe her würde ich wirklich sagen, da ist wieder was drin, schallplattenmäßig. Und der Absender war wieder der liebe Oliver. Also nicht mein Bruder Oliver, sondern mein Zuschauer Oliver, der mir schon so viele tolle Pakete hat zukommen lassen. VHS-Videokassetten aus einer Videothekenauflösung, aber auch Schallplatten und ein Originalautogramm von Sigourney Weaver. Also von daher, Leute, wirklich toll. Ich freue mich immer, wenn von ihm was im Kasten liegt. Lieber Oliver, jetzt schon mal danke. Ich weiß zwar noch nicht, was drin ist, aber ich glaube, es wird mich wieder sehr, sehr überraschen. Wir werden es jetzt gleich aufmachen, Leute. Tatsächlich ist es auch Osterpost. Er hat hier so kleine, warte mal, ich halte mal eben zu, kleine Häschen raufgeklebt. Ja, kleine Häschen. Das hat mir gezeigt, das Ding ist nämlich schon eine Woche vor Ostern hier angekommen. Das hat mir nämlich gezeigt, ich soll das erst Ostern aufmachen, bloß nicht er. Also mache ich das mal, ja. Ich mache es jetzt mal auf und werde wieder blind rausgreifen. Ich ziehe mir mal eben mein kleines Tischchen hier ran. Da ist nichts. Hier, das wieder verschnürt mit dicksten Panzerklebeband, ja. Und dann lege ich das jetzt da drüben hin, ohne hinzugucken, und klappt das auf. Und dann, Leute, wie gesagt, es kann jetzt sein, dass was für euch Filmfreak dabei ist. Es kann aber auch sein, dass was für euch Schallplattenfreaks dabei ist. Oder etwas ganz anderes. Was ist das denn? Was Weiches? Ist das wieder ein Tier oder was? In der Tüte was Weiches? Was kann das sein? Was ist das? Ein T-Shirt?
Ein T-Shirt von Shaken Stevens? Shaken Stevens. Tatsächlich hat Oliver mir schon einige Singles zukommen lassen zu Shaken Stevens. Oliver, ich muss dich jetzt mal fragen, bist du Vorsitzender des Shaken Stevens Deutschland Fanclubs? Oder wie kommst du an diese Sachen immer ran? Ja, Shaken Stevens ist natürlich, die Musik geht ins Blut, den höre ich wirklich gern, ne? Weil das so eine Mischung ist, Rockabilly, Rock, ja, Status Quo, meine Lieblingsband natürlich auch irgendwie. Also da ist alles so verwoben mit gute Laune, tanzbar dabei. Oh, Julie, lalalala. Ich werde schon wieder hin und her gerissen. Jetzt frage ich mich natürlich, was ist das für eine Größe? Sitzt die an mir irgendwie wie die Wurstpelle, ja? Oder extra large? Ja, Mensch, im Fernsehen sieht man immer größer aus. Vielen Dank. Aber besser extra large als XS, weißt du? Und dann sitze ich hier und mir platzt hier irgendwie alles vom Körper. Das wollen wir ja auch nicht. So, da haben wir's. Plastik. Und da haben wir das T-Shirt. Ja, da ist er, der Gute, ne? Tour 1982. Guckt euch das an. Shaken Stevens Tour 1982. Da shake da der Stevens. Ja, geil. Wirklich geil. Also das würde ich jetzt am liebsten mal eben anziehen, oder? Wie machen wir das? Guck weg, schamloses Gesindel. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ich ziehe mir eben das T-Shirt an. So, Leute, da ist er. Der gute Shaken, ja, Shake, Shake, Stevens und Sashi, Shake. Wieder zu viel Koffein gehabt, aber es passt. Das kann man mal richtig relaxed anziehen, irgendwie so auf dem Sofa. Ganz klasse. Ich liebe ja Film-T-Shirts, ich liebe T-Shirts von irgendwelchen Rock- oder Pop-Bands, also nicht Pop-Bands, sondern hier die Musik, Poppen, Pop-Musik, egal, ja, ich liebe es einfach, ich trage das zu Hause fast nur, wenn ich hier rumlatsche, habe ich eigentlich immer ein Film-Shirt an oder ein Musik-Shirt oder sonst was, ja, und hier, Shaken Stevens, Tour 82, Oliver, sag mal, ob du auf der Tour drauf warst. Wie hat dir die Tour gefallen damals? Wer war Vorband? Wie war Shaken so drauf, der Stevens? Würde mich einfach mal interessieren. Es geht weiter, Leute. Wir grabbeln weiter rein. Was haben wir denn hier noch? Was ist das denn? Michael J. Fox, Teen Wolf. Hinten drin ist DJ Leo, das ist Oliver, glaube ich, selber. Ein Autogramm. Nee. Seht ihr es? Original Autogramm von Michael J. Fox. Und jetzt, Oliver, bist du wieder dran. Lass mir bitte mitteilen, woher das ist. Ist das wieder aus der Sammlung deines Papas? Ist das wieder von irgendeiner Autogrammbörse? Und wenn ja, aus welchem Jahr ist das ungefähr? Also ich könnte da jetzt nicht rauslesen, Michael J. Fox. Aber das wird es dann vermutlich sein, oder? Und dann noch ein Autogramm von dir dabei. Frohe Ostern hat er dazu geschrieben hier, Leute. Ja? Wer ihn buchen will, er ist auch DJ Leo, Event-DJ und Manager. Aha. Ja, Leute, also ich bin mal wieder hier völlig vom Socken. Ja, wenn das Originalautogramm ist, dann kriegt es einen Ehrenplatz neben dem Originalautogramm von Sigourney Weaver. Gab es eigentlich mal einen Film mit den beiden irgendwie zusammen? Irgendwie? Sigourney Weaver und Michael J. Fox? Ich glaube nicht, oder? Sind sich wahrscheinlich nie über den Weg gelaufen, ne? Hammer. Hammer. Wirklich. Schon wieder Hammer. Und deins rahme ich mir natürlich auch ein, lieber Oliver, ja? Also vielen lieben Dank dafür. Jetzt kommen wir zu etwas, das fühlte sich eben an wie ein Film. Oh! Was ist das? Ein Mediabook? Ich, Frevler von Mediabooks, Steelbooks und irgendwelchen Sondereditionen, kriege tatsächlich ein Mediabook geschenkt. Gut, es ist ein Zettel dabei. B-Ware.
Aber das ist mir shit egal, wie du weißt. Ja, ich liebe es. Ich liebe es. Es ist mir komplett egal. Du hättest mir auch Z-Ware schicken können. Ja, es wird alles Einzug in meine Sammlung erhalten. Es wird alles gesichtet. Ich weiß, es ist alles in Ehren. Ich nehme auch wirklich uralte VHS-Kassetten, uralte DVDs. Das wisst ihr, Leute. Ich lege überhaupt keinen Wert auf große Sondereditionen und sonst was. Ja, was haben wir denn da? Leatherface. Die unzensierte Vorgeschichte zum Meilenstein des Horrorgenres, The Texas Chainsaw Massacre. Ja, Hammer. B-Ware habe ich euch gezeigt. Da haben wir dann hier das Cover. Warum ist es denn B-Ware? Leatherface. 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 Mit der Kettensäge, die über das Haus hinausschaut. An was erinnert mich das? Dieses Übermenschliche, dieses Übermächtige, was irgendwie vor einer Szenerie in die Höhe ragt. Ich will euch kurz was zeigen. Hier sehen wir diese Kettensäge, die fast Godzilla-mäßig hoch über dieses Haus ragt. Jetzt muss ich mal eben gucken. Und das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an dieses Cover. Der weiße Hai, der in Der weiße Hai 3 übermäßig und übergroß wie Godzilla über die Stadt schaut. Nur mal jetzt als kleinen Vergleich. Leatherface Uncut. Was ist daran B-Ware? Limitierte Auflage. Ich habe die Nummer, wen es jetzt interessiert, wer jetzt Nummernfetischist ist von Mediabooks. Ich habe die Nummer 1552 von 2000. Da ist es. Das ist mir auch relativ wurscht, weil drucken kann man viel. Wer sagt mir denn jetzt, dass das nicht 6.000, 7.000 oder 8.000 davon gibt? Ja gut, das ist so ähnlich wie bei den Autogrammen, ne? Was ich letztes Mal schon sagte mit Sigourney Weaver, hier auch Michael J. Fox. Wer sagt es mir denn, dass das Original ist? Ich meine, das kann man ja, wenn ich es nicht selber von dem Star bekommen habe, kann man es nicht so nachweisen. Aber ich möchte gern das Gefühl für mich haben, es ist original. So, von daher ist doch alles gut. Und dem Oliver vertraue ich da. Ja, weil von dem habe ich schon ganz viel tolle Sachen gekriegt. Und das weiß ich einfach, dass ich ihm da vertrauen kann. Ja, und hier Leatherface natürlich. Habe ich auch noch nicht in der Sammlung, Leute, in diesem Mediabook. Viele von euch werden es bestimmt schon haben. Ach, das ist bestimmt, weil das so ein bisschen gewellt ist, die Seiten auch, ne? Ist das B-Ware, oder? Es sieht so aus, als ist das mal irgendwann nass geworden, im Regen gewesen. Weiß ich nicht, im Blutregen von Leatherface. Keine Ahnung. Bin da sehr, sehr gespannt drauf. Leatherface, das ist so eine Serie Texas Chainsaw Massacre, die mich nie so richtig abgeholt hat. Boah, das Mediabook ist ja Hammer. Das ist ja auch richtig fett hier. Ich kann euch ja jetzt hier nicht jede Seite irgendwie präsentieren. Das ist ja Wahnsinn, was da drin steht. Da freue ich mich auf Sichtung von Leatherface, Leute. Ja? Freue ich mich wirklich auf Sichtung. Diese Karte hier. Wirklich. Schön. Oliver, vielen Dank. Dafür, aber ich glaube, es geht noch weiter, ne? Ja, was ist da noch? Was haben wir denn da noch? Schallplatte. Und da, ganz ehrlich, fragst du mich, warum ich dich frage, ob du der Vorsitzende des Shaken Stevens Fanclubs in Deutschland bist. Es ist mal wieder eine Schallplatte. The Old House, This Old House, Shaken Stevens. Haben wir dabei. Wir haben die Audiokopie dabei, This Old House, okay. Wollen wir mal rausholen. Und da haben wir dann die Schallplatte von This Old House. Da ist er, der gut aussehende Shaken Stevens, von dem wir uns alle eine Scheibe abschneiden können. Und hier ist dann die LP. This Old House ist drauf und Mary Mary. Von 1980 ist die. Und da haben wir die Schallplatte. Sieht tadellos aus, mein Lieber. Sieht tadellos aus. In einer Woche sieht das nicht mehr so aus, denn jetzt ist sie bei Sashi. So, und wieder rein damit. Shaken Stevens. Kommt natürlich wieder in meine Vinylsammlung, die übrigens wirklich mit schnellen Schritten wächst, wächst, wächst. Es wird demnächst ein neues Video geben. Ja, ich habe mal wieder einige Schnäppchen gemacht und geschossen. Da geht's hier rein in Saschis kleinem Schallplattencafé. Demnächst gibt's hier ein weiteres Video. Und da haben wir noch eine. Noch eine
Shaky. Shaky? Shaken Stevens. New LP. Shaky. Shaky. Ja, was shakest du denn? Dich komplett selbst oder was? Auch wieder. Von welchem Jahr? 81. Das scheint dann der Nachfolger zu sein. You Drive Me Crazy ist da drauf. Ganz viele tolle Songs im Rock'n'Roll-Stil. Meiner war schon gut aussehender Knilch, oder? Und da haben wir ihn auch ganz locker, sitzt da vorne drauf auf dem Auto. Viele Autofetischisten würden jetzt sagen, schwing deinen Arsch von meinem Auto. Und da haben wir dann die Schallplatte. Auch die sieht wieder hammermäßig aus. So, Olli, und jetzt musst du mir mal bitte erzählen, was hast du für eine Verbindung mit Shaken Stevens, dass ich hier ein Shaken Stevens Accessoire, Musik, weiß ich nicht, Singles, Platten, eins nach dem anderen kriege hier. Was verbindet dich mit Shaken Stevens? So, ich glaube, das war's in dem Paket. Ja, nichts mehr drin, nur noch Pappe, gähnende Leere, Leute. Das war sozusagen meine Osterauspackerei von euch Zuschauern. Einmal von Frank Zito Original, diesen coolen Film da aus den 80ern. Bin ich wirklich gespannt, wie der auf mich wirkt. Und dann natürlich dieses Hammerpaket hier jetzt von Oliver mit Shaken Stevens dabei, mit einem Originalautogramm von Michael J. Fox und diesem geilen Mediabook von Leatherface. Werde ich natürlich nach und nach alles sichten, nach und nach mir alles anhören. Ihr werdet nach und nach meine Reviews kriegen. Und jetzt habe ich genug nach und nach gesagt. Mein Kaffee ist nach und nach leerer geworden. Ich werde jetzt nach und nach müder. Der Ostermontag beginnt so langsam, Leute. Sucht noch ein paar Eier, knabbert noch ein paar Eier. Und dann kommt gut in die nächste Woche rein. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Und vor allem schaut Filme und hört Schallplatten.